Also es gibt im Umfeld hier im Berliner Regierungsviertel eine Zahl etwa 150 Büros von Unternehmen, die hier eigene Hauptstadtrepräsentanzen unterhalten. Das heißt, neben der Interessenvertretung, die über die Verbände, über die Branchenverbände und so weiter läuft, nochmal eigene Lobbyarbeit machen. Das sind insbesondere die großen Unternehmen, die DAX-Konzerne. Wir haben eine ganze Reihe von Verbänden natürlich, das sind immer noch ganz wichtige Akteure, wenn es darum geht, Lobbyismus zu betreiben. Auf der Liste im Bundestag, wo sich Verbände akkreditieren, anmelden können, sind etwa 2200 eingetragen. Dazu kommen eben, wie gesagt, Agenturen und Anwaltskanzleien, die auch in diesem Geschäft unterwegs sind. Und auch Einzellobbyisten, die selbstständig als Einzelpersonen Dienstleistungen anbieten. Was man so beobachtet, ist, dass die Abgeordneten gerade im Bundestag in ihrem Alltag geradezu bombardiert werden mit Zusendungen von Postkarten über eben kleine Gimmicks bis hin zu Weinflaschen, die dann von den verschiedenen Interessengruppen da in den Abgeordnetenbüros landen. Lobbyisten, die um den Reichstag oder den Bundestag herumschleichen und an der Kantine oder Toilette auf einen Abgeordneten oder einen Mitarbeiter warten, die gibt es, denke ich, sehr, sehr selten. Das wäre sehr unprofessionell. Man würde sich damit auch Zugangschancen wiederum verspielen. Gerade eben auch die Mitarbeitenden im Bundestag von der Fraktion, von den Abgeordneten und natürlich auch in den Ministerien sind wichtig. Da lohnt es sich, einen Kontakt herzustellen, vielleicht auch ohne erstmal ein ganz konkretes Anliegen, aber nach dem Motto, sich Freunde schaffen, bevor man sie braucht, dass man dann zurückgreifen kann auf den Kontakt und sagen kann, lieber Herr oder Frau sowieso, wir kennen uns doch von dieser und jener Veranstaltung. Jetzt liegt bei Ihnen gerade dieses Gesetz auf dem Tisch, können wir uns nicht mal dazu treffen. Bei den Hausausweisen, die standen in der letzten Zeit auch noch mal stark im Fokus der Öffentlichkeit, da sie über zwei Wege vergeben werden können. Einmal über die gerade schon erwähnte Verbändeliste, da kann man sich anmelden, als Verband aber nur, nicht als Unternehmen, und sagen, ich bin ein Verband, habe Interessen und hätte gerne ein paar Hausausweise, weil ich muss hier, meine Verbandsvertreter müssen öfter in den Bundestag, um mit Abgeordneten sich zu treffen zum Beispiel. Der andere Weg ist deutlich intransparenter und läuft direkt über die Fraktionen. Die einzelnen Fraktionen im Bundestag haben das Recht, Hausausweise für Interessengruppen auszustellen, in diesem Fall dann auch für Unternehmensvertreter beispielsweise, ohne dass sie das öffentlich machen müssen. Das ist ein Geschäft geworden, wo auch dann eben Agenturen sagen, liebes mittelständische Unternehmen, ihr habt bisher keine Erfahrung mit der eigenen Vertretung von Interessen in der Hauptstadt. Wir bieten das aber als Dienstleistung an. Das kostet natürlich einiges und dann wird eben ein Gespräch vermittelt beispielsweise. Auch geht es darum, integriert Kampagnen zu entwerfen, wo es darum geht, nicht nur eben mit Abgeordneten oder Ministerialbeamten zu reden, sondern das als Teil einer Gesamtstrategie zu sehen, die eben auch Öffentlichkeitskomponenten beinhaltet. Also Public Relations Arbeit, es gibt ja auch diesen Begriff Public Affairs, der das eigentlich so ein bisschen zusammenführt. Und das sind eben PR-Manager zusammen mit eben anderen Leuten, die dann daran sitzen, für einen Verband oder ein Unternehmen eine auch vielleicht längerfristig angelegte Strategie zu entwickeln, die dann eben auch beinhalten kann, an die Öffentlichkeit direkt zu gehen und so zu versuchen, Politik indirekt zu beeinflussen. Man muss sich nirgendwo anmelden und sagen, hallo, ich bin Lobbyist. Das kann man einfach machen und dementsprechend gibt es da keine offiziellen Zahlen drüber. Das ist etwas, was wir als Lobby Control gerne ändern würden, dass zumindest klar ist, wer arbeitet hier in Berlin eigentlich, in wessen Auftrag und auch mit welchem eingesetzten Budget daran, Politik zu beeinflussen.